So brüchig die Waffenruhe auch ist, sie ist ein Lichtblick und könnte ein erster Schritt zu einer friedlichen Konfliktlösung sein. Dafür müssen jetzt aber nicht nur die unmittelbaren Beteiligten in der Ukraine, sondern auch Russland und der Westen selbst deeskalieren. NATO-Manöver im Schwarzen Meer, Waffenlieferungen, weiteres Drehen an der Sanktionsspirale oder auch Waffenlieferungen von Russland in die Ukraine hinein, soweit es sie gibt, all das deeskaliert nicht, all das eskaliert. Und da müssen beide Seiten endlich einen anderen Weg gehen.